Es ist zwar Charivari-Zeit, doch sonst sind gute Zeiten weit. Der Hofnarr, sollt euch unterhalten, doch in Zeiten, wo ich spalte, gehört's bei uns zum guten Ton. Wir machen hier nicht nur den Lohn. Schaust du in die Welt, dann frage ich mich, ist früher alles besser gewesen? Die Frage, die stellt man schon seit Jahren. Meistens fragen es Senioren. Doch unter uns, Entschuldigung, diese Frage hat heute Berechtigung. Darum fragen wir heute oben Sie. Ist früher alles besser gewesen? Nicht alles. Da sind wir uns einig. Aber zu viel. Ist unsere Meinung. Das beste Beispiel ist, das muss man sehen, unsere lieben FCB. Die guten Zeiten sind verschwunden. Man feiert Tabellen heute von unten. Darum fragt man sich, an was ist gelegen? Nein, ganz sicher nicht am Dagen. Der wechselt ja. Jetzt müssen wir losen. Der Trainer, wie mir die Unterhose. Wir wechseln auch nicht contre-coeur. Zwischen zwei Rahmenstück, der Regisseur. Beim FCB haut es leider hin. Es ist wie noch alles besser gewesen. Denkst du an Beizen, fragst du dich nur. Sind die guten Zeiten rum? Die 3E, die bangen um den Sitz. Im Hotel Merian, Kaffee Spitz. Und was passiert? Es ist noch nicht klar. Mit unserer schönen Rio-Bar. In der Fasnachtsstube herrscht jetzt Ruhe. Das macht Slotti noch der Fasnacht zu. Ein Abgang, auch ein tragischer. Das Legason aus am Badischen. Du fragst dich, gibt es noch mal ein Psychli? Im Hotel Basel. Sperber. Kiechli. Wo willst du am Oben denn noch hin? Ist früher noch alles besser gewesen? Ist früher noch besser gewesen? Per se. Fragst du auch bei der BVB. Schon das Ankenbliemli hat vom Dremli gesungen, auf die warte nämli. Doch Salmol ist noch lange am Stoh, denn immerhin ein Dremli gekommen. Heute kommt keins, wir sagen es ihnen. Wie auch, es hat ja keine Schiene. Auch noch der Wahlen fragst du dich. Ist früher noch alles besser gewesen? Ja, wenn man sich um Zahlen streitet, wer noch den Wahlen vorne reitet? Gewinnt die SVP, doch gehörst nichts Neues. Wir sind zu viel und die Schweiz gehört uns. Die grüne Welle ist vorbei. Die FDP schläft zufrieden ein. SP, Mitte, Grünliberal. Es verändert sich nur minimal. Das Einzige, was Herz höher schlägt. Endlich sind wir Bundesrat! Nicht nur die Politlage kommt ins Wanken. Denk nur einmal an unsere Banken. Während wir durch Gürtel enger schnieren, gehen die im Großstil spekulieren. Und wenn sie dann in die Schissgasse knallen? Sind die, es ist klar, too big zum Fallen. Das müssen wir ökonomisch sehen. Und wir haben das Loch im Portemonnaie. Die Preise steigen, das ist krass. Zum Beispiel unsere Krankenkasse. Die Miete, das Wasser, Strom und das Heizen. Auch die Preise in den letzten Beizen. Ich lege in den Sack und denke von mir. Früher war es besser gewesen. Und schaust in die Welt, es ist leider wahr. Es vergeht einem Hofnarr sein Humor. Es tobt der Krieg fast nebendran. Und das Klima wandelt flott voran. Es dunkt uns, es wird noch alles wie schlimmer. Russland attackiert noch immer. Auch im Nahen Osten knallen. Wieder Bomben, Menschen fallen. Und immer geht es bei Aggression. Um Macht, um Geld, um Religion. Man muss doch das Kind beim Namen nennen. Und endlich mal ein bisschen Farbe bekennen. Ja, helfen wir denn in der Not. Nur wenn es ums eigene Leben geht. Was weltweit abläuft, ist brutal. Und Schweiz ist einmal mehr neutral.
Wir sind, weiss Gott, nicht Pessimisten. Doch wählt man wieder Populisten. In Deutschland kannst du den Teufel sehen. Im Rechtsrutsch mit der AfD. Spicke in dem braunen Lärm. Äckst bald schon wieder gestreckte Arme. Man fragt sich, was läuft da verkehrt? Haben die aus ihrer Geschichte nichts gelernt? Bei all dem fragt man sich, warum? Und jetzt kommt Fasnacht. Hast du noch Mumm? Auch bei der Fasnacht, fragst du dich. Ist sie früher noch besser gewesen? Nein, die Fasnacht nicht. Da braucht es keinen Streit. Sie ist der Spiegel von der Zeit. Mal bös, mal bitter. Mal gesellschaftskritisch. Mal grob, mal fein und mal politisch. Sie hilft trotz allem, was uns droht. Das ist das Lachen nicht vergeht. Wir brauchen die Fasnacht, hier am Rhein. Sie gibt uns Kraft und Energie. Und ist die ganze Welt am Arsch? Wir sagen! Thank you.
Sehr verehrtes, liebes Publikum, ganz, ganz herzlichen Dank für den tollen, exzellenten Applaus. Okay, für uns Tamburen. Dankeschön. Okay, für uns Tamburen ist er berechtigt. Aber er zeigt mir, dir versteht etwas von Trommeln. Vor mir ein Saal voller Trommelexperten. Das gibt es nur in der Stadt. Vielleicht wichtig für euch zu wissen, trotz meiner ausgeprägten Dialektbarriere gilt ich eben als der Trommel-Experte von allen Experten, die Trommel in Sachen Trommel in der Schweiz und in Sachen Basel Trommel do. Ich bin der Ivan Kim, die lebende Trommel-Legende aus dem Fricktal, wohnhaft in Möhlin, Rübengrotzbürger, römisch-katholisch. Ich bin fünffacher Basel Trommelkönig, fünfmal Erster, fünfmal Zweiter, 15-mal mitgemacht, einmal in die Finale gekommen, scheiss Jury gewesen. Ich habe jedes Tamburenfest von der Schweiz, das es gibt, gewonnen. Außerdem bin ich Sieger vom Amateurwettbewerb, vom Trommel Grand Prix, vom Römerpreis Trommel, vom Regionalen, quasi von jeder Hundsverlochenden. Nebenbei bin ich noch vierfacher Festsieger vom Eidgenössischen Tamburenfest, das notabene nur alle 4 Jahre gibt. Das bedeutet, ich bin 16 Jahre am Stück am Tierenden Schweizermeister gewesen, in der Zeit dann zweimal als Einzeltambur und als Dirigent, das nennt man dann doppelt gemoppelt. Natürlich bin ich auch der meistgespielte Komponist von der ganzen Schweiz und auch innerhalb von der Stadtmauern hier stammen alle modernen Trommeltexte, einmal die guten, von mir. So, jetzt wisst ihr das. Und jetzt wisst ihr auch, alles, was ich über das Trommeln erzähle, stimmt bestimmt. Und jetzt bin ich gerade total motiviert, aus dem Trommel-Neikästchen zu plaudern. Meine Beobachtungen haben ergeben. In der Stadt gibt es 5 stereotypische Trommler. Sie kommen in jeder Trommelgruppe vor, auch in dieser hier. Schauen Sie mal den hier neben mir an. Er gehört zu der ersten Kategorie, zu den Besten. Die nennt man Trommler mit Herzblut. Ihre DNA besteht aus Wirbel und Double. Die Wirbel-Double-DNA schüttet Glückshormon aus. Darum gehen die glücklich und zufrieden durchs Leben. Sie sind zielstrebig, können auch etwas dranbleiben, sind akribische Schaffer. Richtig restlos glücklich sind sie aber erst, wenn sie können trommeln, 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 wenn es immer runder und runder wird. Dann werden sie vom Trommelgen übermannt und entdecken Symbiose. Die Symbiose von Trommelfellschlägeln und von innen gesendeten Gefühlen an die Hände, die sich auf der Trommel zur Musik verwandeln. Dann fallen sie in einen drossähnlichen Zustand, wo jede Faser vom Körper nur noch Trommelmusik sendet. Sie wollen immer in diesen Zustand kommen. Sie sind süchtig danach. Die Tamburen hören vor der Phase nach dem Wetterbericht und deponieren überall in der Stadt perfekt tönende Trommeln. Jede frisch geschränkt und eingestellt, jede ein Glöckli. Für jede Wetterlage die richtige Trommel. Und jetzt noch die Übersetzung ins Baseldeutsch. Die Trommeln den Fünfer und den Nuffen im Crescendo so, dass es Moos ab den Dächern windet von der Druckwelle, die entsteht dabei. Dann gerade eine Stufe weiter runter. Tun Sie mal Platz wechseln, bitte. Komm du mal zu mir. Jetzt sehen Sie hier neben mir einen typischen Vereinsmeier-Gliegenmeier. Die sind nicht weniger angefressen. Etwa ein Drittel der Vereinsmeier-Gliegenmeier. Ich habe sogar mehr als der Trommler mit Herzblut. Leider werden sie nie so gut. Sie können nichts dafür. Sie sind einfach ein bisschen weniger begabt. Aber es sind ganz wichtige Menschen, die ganz viele Ämter erledigen, damit der freundschaftliche Klicken funktioniert und damit sich der Trommler mit Herzblut aufs Trommeln konzentrieren kann. Die haben einen Schlechtwetter-Trommler und einen Gutwetter-Trommler, immer frisch geschränkt und einsatzbereit. Auch die trommeln den Fünfer und den Nuffen im Crescendo, aber ohne Druckwelle. Und falls es doch einmal ein Fäschen Moos ab den Dächern windet, ja, dann feiern sie das ab wie ein Königstitel am Preistrommeln.
Dann gerade noch mal eine Stufe tiefer. Jetzt gehe ich extra auf die andere Seite. Bitte schauen Sie hier in die zweite Reihe. Kommt ihr mal zu mir führen? Jawohl. Tu dich mal präsentieren. Jawohl. Jetzt steht neben mir ein Originalexemplar von der sogenannten Pöpperli-Buben. Für Pöpperli-Buben ist Trommel ein Streichinstrument. Die schlagen nie richtig drauf, aber richtig leislich sind sie eben auch nicht. Aber die stören nie. Sie sind immer dabei, es schießt sie nie an. Aber richtig begeistert sind sie auch nicht. Die gehören zur Sippschaft, war auch dabei, hat nicht gestört, war mit sich selbst zufrieden. Ihre Trommeln schränken sie alle zwei Jahre einmal. Seit der Spannschloss können sie die einstellen. Wenn die Trommeln aber wirklich it tönt, dann schrauben die am Dämpfer rum und sie meinen, es nützt. Wenn die den Fünfer und den Uffer trommeln, ja dann muss das Crescendo denken. Und das Moos auf den Dächer bewegt sich kein Millimeter. Du darfst wieder in die zweite Reihe gehen. Dann nochmal eine Stufe weiter unten. Schauen Sie bitte in die Mitte der Gruppe. Die stehen immer in der Mitte der Gruppe. Dort können sie sich verstecken. Jetzt darfst du mal zu mir kommen. Ja. Fertig, Versteck ist gemacht. Komm, die Führer präsentieren. So. Jetzt sehen Sie hier neben mir einen sogenannten Kulturtambour. Die können nur Hieroglyphen lesen und haben eine saugrosse Schnur. In der Beiz gehen sie an wie ein Wald voll Affen. Der Lütischste von ihnen ist immer der Lustigste. Die kennen sich aus in der Szene, betreiben Trommelpolitik, meistens mit dicken Möcken und wissen ganz genau, welcher Marsch ein Scheissdreck ist. Das Gute an diesen Tambouren, die haben nur zwei Probleme. Die linke und die rechte Hand. Auch Rührersäger genannt. Links rühren, rechts sägen. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn die so den Fimpfer und den Uffer trommeln, ja von Crescendo, kein Spür, und auf den Dächern vermehrt sich das Moos. Als Trommler haben sie meistens einen bleischweren, schwarz-weiß gestreiften Kübel. Er jetzt nicht, er ist die Ausnahme der Regel. Und sie können stundenlang darüber philosophieren, ob sie links oder rechts gestreift sind. Ja, meistens stammt der Kübel noch aus einer verwandten Erbgemeinschaft von Fritz Becker. Ja, und nach dem siebten Bier hat der Kübel vom Onkel Pauli schon 15 Mal das Preistrommel gewonnen. Du darfst dich wieder verstecken. Ja, uns geht noch eine Stufe tiefer. Die stehen immer in der hintersten Reihe. Kommen Sie jetzt mal führen, damit man sie noch mal sieht. Kommen, dann mache ich hier führen. Ja, hier anstehen. Du auch noch. Jawohl. Jetzt sind führen. Ja, so. Und die zwei stehen auch noch da hinten raus, bitte. Tue ich auch präsentieren. Jawohl. Jetzt schauen Sie auf die anderen und auf Sie zwei. Das sind sogenannte Trommelbesitzer. Die haben den Trommel, damit sie an die Phase noch dürfen. Ihre Trommel ist quasi das Eintrittsbillett zum Fasnacht machen. Die sind total harmlos. Meistens sind es ganz, ganz liebe Leute, die ganz genau wissen, dass sie eigentlich gar nichts können. Wenn die Trommel, ist es für sie, wie wenn sie sich selber einen Witz erzählen, den sie noch nie gehört haben. Die lachen viel und sorgen für gute Stimmung. Ihre Trommel ist immer tipptopp zweig und tönt besser, als sie jemals trommeln können. Die geben Sorge zum Instrument. Ja eben, weil sie nur dank der Trommeln, die sie besitzen, dürfen Fasnacht machen. Ja, und dann gibt es noch mehr. Der Ivan Kim, die lebende Legende aus dem Fricktal. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Rosi! Ja, 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 ja. Rosi! Ja, nein! Nein!
nicht in den Saal. Die Lian hat gesagt, wir dürfen nicht in den Saal. Doch, Kopfdeckel. Kopfdeckel. Wem gehört der Mantel? Circa 1,75 groß, das kurze Arm, speckige Krage. Wem gehört der Mantel? Könnte im Häfligusine sein. Rosi, das wird Lampe geben. Uiuiuiuiui. Dann frag doch wenigstens nach der Nummer. Ja, ich frag doch nach der Nummer. Das ist eine gute Idee. Darf ich vielleicht Ihre Telefonnummer haben? Nein! Sonja! Das Rosi soll dank der Saal fragen, wer die Garderobennummer vom Mantel hat. Also, könnten Sie vielleicht alle einmal schnell nachschauen, was Sie für eine Garderobennummer haben? 743! Haben Sie 743? Nicht, sondern... Und Sie? Hei, hei, hei. Haben Sie 743? Ich habe keinen Mantel. Oh, Mantel. Das wird nichts. Die wollen im Fall mit dem James Bond weitermachen. Ja, Petli, schön. Und ich will wissen, wem der Mantel gehört. Oder wenn ihr noch 2 Stunden am Gebimmel von dem Handy zuhören. Wie kann man so blöd sein und den Mantel mit Handy abgeben? Ja, so schlimmer als jeden oben das ganze Charivari über den Lautsprecher müssen hören. Finde ich das jetzt auch nicht. Es muss ein iPhone sein. Meins läutet nämlich genau gleich. Jetzt geht die auf die Bühne, ich glaub's ja nicht. Rosi, komm sofort auf dieser Bühne runter. Sobald sich der Tobel gemeldet hat. Ja, so meldet er sich ganz sicher. Mensch! Entweder der meldet sich oder es geht nicht weiter. Irgendwann ist einfach genug heute unten. 17 Jahre. 17 Jahre arbeite ich jetzt an dieser Garderobe. Ja, ich habe das mal ausgerechnet. 17 mal 16 Vorstellungen an 576 Leute. Das sind es 17 mal 10. 156.672 Leute. Was? Wie hast jetzt du das so schnell ausgerechnet? Ich habe eben bei der Credit Suisse geschafft. Ja, da haben wir viel müssen rechnen. Dort haben aber nicht ganz alle so gut gerechnet. Also, rund 160.000 Leute sind bei mir in der Garderobe vorbeigekommen. Die sind denk bei mir auch alle vorbeigekommen. Bevor ich zur Garderobe aufgestiegen bin, habe ich dort hinten zwischen diesen beiden Türen geschafft. Das ist dein Tschöppli, du. Da hockst du ganz oben im Dunkeln und wenn jemand vom zivilen Wissen auf die Toilette muss, musst du dann mit dem Taschenlämpchen den Weg zur zweiten Tür leuchten. Oder wenn sie jemand ein Seich findet und schon vor der Pause heim möchte. Ja gut, das hat es schon alles schon gegeben. Also ohne uns Helferinnen gäbe es schon lange keine Charivari mehr. Ich habe im Service angefangen. Da musst du früher auch noch müssen rechnen. Dann bin ich an die Bar gearbeitet. Das Bier hat aber viel Schaum. Ist auch genug Gin drin? Dann habe ich zuerst Garderobe von den Dammbauern bewacht, während die im Show weg waren. Dann habe ich ein Programmheftchen verkaufen und jetzt bin ich endlich in der Garderobe. Die Königsdisziplin. Toll, aber Rosi, komm jetzt sofort auf dieser Bühne runter. Sollen wir denen nicht ein bisschen helfen? Es ist ja schon wahr. Alle, die jetzt hier in sitzen, haben wir aufgehängt. Nein, wir haben nicht die aufgehängt, sondern ihren Mantel. Oder die Jacke. Oder den Faserpelz. Ja, oder den Faserpelz. Oder den Regenschutz. Und die Regenhose. Ja, die, die mit dem Velo kommen. Und was du dir an der Garderobe alles musst anhören, ist einmal schon ein Riesen. Oder der Nerz. Jetzt kommt ab dieser Bühne. Einmal hat mir sogar eine ein Nachttischli abgegeben. Ein Nachttischli? Ja, sie haben es gerade im Brocki gekauft. Und es hat er nicht mehr heimgelenkt vor dem Charivari. Dann haben wir deren ein Nümmerli gegeben. Einmal ist ein mit Ski gekommen. Ski passen wenigstens zu den Temperaturen bei uns im Garderobenzelt. Taschen, Rucksack, Kaffer, Schirm, Hüt, Kappe, Hände, Mann, Mann, Mann. Also, der Beste ist mir ja letztes Jahr passiert.
Da hat doch einem tatsächlich einmal seinen Hund abgegeben. Wir müssen nur nach 2 Stunden schnell eine Runde drehen. Noch vor der Pause schifft doch der am Mantel vom Attici. Und was die Leute alles fragen, darf man den Mantel auch mit ihnen nehmen? Da hören wir 100 Mal am Oben. Ich sitze eben noch gern drauf, um es ein bisschen besser zu sehen. Und ich kriege an einem wenig kalt. Nein, mein Mantel bitte nicht links anhängen. Nein! Rechts bitte auch nicht! Wer hat das gesagt? Meine gehört in die Mitte! Wer wärst? Denkt der Ball zu härter! Hä? Zum Glück kommt der Erik Weber nie ans Charivari. Mhm. So weit rechts aussen hätten wir gar keinen Garderobenständer. Und dann gibt's noch die vom Land. Oh. Die fragen zuerst, ob Garderobe etwas kostet. Und wenn sie dann erfahren, dass es gratis ist, dann fragen sie... Ob man den Mantel in diesem Fall auch abgeben darf, wenn man nicht ans Charivari geht. Und wenn ich eben noch das Programm verkauft habe, so... Programm! Programm! Dann hat es geheißen... Nein, wir brauchen keins. Wir möchten uns gern überraschen lassen. Ja, klar! Überraschen lassen! Der 5-Liber-Reize! Was? Man kann nicht mehr mit Bargeld zahlen? Nein. Dann will ich die Wienerli nicht. Also, wir richten uns ja so ab der 5 im Garderobenzelt ein. Stellen ein Öfeli an, putzen die Kleiderbügel. Und dann kommen schon die Ersten. Obwohl Garderobe eigentlich erst ab dem 6 offen ist. Ja, das sind denn die mit den billigsten Plätzen. Was ich schon am 20 vor 7 ins vorderste vor der Saaltür einrichte, um in den Saal reinstürmen. Um dann den besten Platz am 8. Tisch zu reservieren. Wie die Deutschen am Pool! Was machst denn du? Ich will jetzt Kopfdeckel wissen, an den Mantel gehört. Schlüsselbund, Täfeli. Rostierli! Da ist eine Quittung. Umschau weg. 248 Stutz! Ich habe ja gesagt, es muss ein Häfliger sein. Und jetzt stelle ich das scheiß Handy ab. Ja, aber das läutet ja gar nicht. Oh, ich dummerle. Und ich habe ja gesagt, es läutet wie ein Mensch. Moment. Sonja? Ja? Wir kommen. Wir sind nur schnell eingebrochen ins Garderobenzelt. Alles doch wild. Hallo. Also wenn Sie ein wenig Glück haben, dann kriegen Sie noch die Vorstellung Ihren Mantel wieder. Thank you.
Thank you.
machen Sie hier? Hä? Was du hier machen? Ich verstand kein Italienisch. Oh, excuse. Was machen Sie da? Ich? Ich reiss hier alles auf. Die ganz klare Strasse, von zuvorderst bis zuhinterst. Ein Loch! Was machen Sie da? Ja eben, ich reiss die ganz klare Strasse auf. Ein Loch! Schon wieder? Ja, was heisst da schon wieder? Das letzte Mal ist ja schon über ein ganzes Jahr her. Wir müssen doch da das Budget verlochen. Aber wie lange geht das? Werden Sie heute noch fertig? Heute? Das reicht nicht ganz. Planmässig geht es bis im Herbst 2025. Das heisst, wenn wir pressieren, lassen Sie mich rechnen, müsste es im 29 fertig sein. Ja, es muss, weil wir es ja im 30 wieder aufreissen wollen. Aber voilà, da kommen ja gerade die dafür verantwortlich sind. Verantwortlich? Ja, die Damen und Herren vom Baudepp, Tiefbauamt, Regierung, Planung, Stadtentwicklung, UBEG, BUBEG, IWB, BVP, LDP, FCB, GGG, PTT, TGW, PVC, Münzete, Pulverschnee. Ach, fragen Sie selber. Bonjour, Madame! Was machen die da? Ich habe ja gesagt, ich verstand kein Italienisch. Was machen die da? Bouilloire! Was? Die total und unglaublich sensationell aufwärtig, magnifique femme! Clara! Bouilloire! Flaniermeile pour tout bal. La pièce maîtresse! De la vieille ville! Was? Nous faisons... Wir machen... Trottoir aus dem Quarzsandstein? Nein, nicht nur eins! Sondern zwei! Das Hochtrottoir ist wunderbar! Das ist doch klar! Zambouilloire! Wow! Neu Tramgleis! Für Witzau! Gibt's für den Neu? Bouilloire! Au! Vom Massplatz bis zum Kappeljoch! Drum braucht's... Ein Loch! Ein Loch! Ein Loch! Es gibt eine schöne Fernwärmeleitung. Und eine schöne Wasserleitung. Und fürs Gas eine schöne Leitung. Für den Strom eine schöne Leitung. Für die Kanalisation eine schöne Leitung. Für alles gibt es eine neue Leitung. Lachen Sie eine lange Leitung. Mehr. Erklär es. Ihnen doch. Es braucht ein Loch. Ein Loch. Ein Loch. Was gibt's? Es gibt neue Bäume. Der letzte Schrei. Nicht ein. Nicht zwei. Nicht vier. Es gibt drei. Wow. Es gibt neue Bänkli vor den Türen. Die Tramstation kommt weiterführen. Wow. Jede Baustelle. Das ist kein Witz. Verzögert sich. Einmal ein bisschen. Um zwei, drei Jahre. Und sieben Stunden. Wegen mir. Archäologischer Fund. Und drum das Loch. Ein Loch! Ein Loch! Aber ist denn das alles nötig? Ha! Nötig! Sacrebleu! Wissen Sie, Madame, das wird der schönste Boulevard von ganz Europa. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Unter dem Ciel bleu. Jahrelang. Baustellenabsperrungen. In blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Wow. Aber wie lange fährt denn hier kein Tramli? Das hat doch nichts mit der Baustelle zu tun. Wir fahren einen Weg nicht. Weil sie keine Chauffeusen und Chauffeure haben. Aber... Kein Aber. Wir haben doch dort Crème de la Crème an Geschäften bei uns an der schönen Clara-Strasse. Der Clara-Boste. Zwei Pöps. Der Ispilier-Food. Die Ox-Lounge-Café-Bar. Der Ayan mit dem Schlüsselservice. Textilreinigung. Das Crazy Extension, Sarida Goldhouse, das USA Nails and Beauty. Das Glow and Glory und dann erst noch ein Top-Restaurant. Der Holzschopf. Wow! Wow! Das geht doch eine Bombe. Flanier-Boulevard.
Das bringt Touristinnen und Touristen. Die Verbindung zwischen den beiden schönsten Plätzen in der Stadt. Ein heimeliger Messplatz. Ein Ort zum Ruhen und Stille genießen. Und ein klarer Platz. Ort von der Begegnung, wo der Top-Dealer direkt auf einen Endkunden trifft. Ist nicht heimelig? Und das alles so noch am gleichen Basler Charivari. Wow! Was? Bis jeder Basler genießt, er sieht, was Steuergeld anfließt. Und findet er so wunderbar am Clara Boulevard. Oh, Clara Boulevard. Oh, Clara Boulevard. Kein Münsterplatz, kein freier Stolz, kein Spalenberg ist so groß. Er wird zur Basler Superstar, der Clara Boulevard. Die Lade genießt das ganze Jahr, du machst dir die Pegel leichter Ton, kaufst nur schnelle Lümpel, synthetische Stoff. Kaufst du grüne Wodka ein und frissest teure nebenbei. Die Läden sind schlicht wunderbar am Clara Boulevard. Oh, Clara Boulevard. Oh, Clara Boulevard. Kein Münsterplatz, kein freier Schloss, kein Spargelberg ist so groß. Er wird der Basler Superstar, zu Clara Boulevard. Oh, Clara Boulevard. Oh, Clara Boulevard. Kein Hallo zusammen. Ciao miteinander. Das sind, wie gesagt, die drei freien wilden Uffengumpel und nie mehr oben runterwillere. Nach einer ganz kurzen Pause von 25 Jahren wieder zurück hier auf der Volkshausbühne. Ihr seht, da haben die Leute sind noch nicht mal auf der Welt gesehen, wo wir das letzte Mal gesungen haben. Das kannst du dir mal vorstellen. Was? Bei dem Ehe hat angefangen mit den Augen da dran. Hast du fein vor, weißt du, dass man mit Bleistift fein vorzeigt, das seht ihr doch fast nicht. Aber gibt sich mir? Ah, gibt sich mir? Das muss man ihm lassen. Ja. Du, wir können auch da hinten schauen, das sieht nicht besser aus da hinten. Sag mal. Oh, Ähnlichkeiten mit Anwälzenden wären rein zufällig. Wir sind am Charivari zurück, drum laden wir euch alle ein. Trinket lieber roten oder lieber weissen Wein. So haben wir uns das vorgestellt gehabt. Doch wir müssen leider streichen. Es dient da innen jetzt schon zu viel dem auf dem Helge gleichen. Applaus
mache mich auf den Weg wieder. Suchst du wieder einen, der so seich sagt? Ja, ich sagte dir. Eieiei, ei, ei. Den Scheissjob möchte ich nicht haben. Ich gebe den dir. Warte jetzt, ich habe noch einen Gummeli, weißt du, wie daheim machst du einen Gummeli rum, nicht? Oh, nicht zwei, eins längt zu Stand. Nein, vielleicht ist es, ich weiß nicht, der schöne Bruder oder irgendetwas nicht. Was machst du jetzt mit dem Helge? Fuckeien. Moment, sieht er uns wie der Papst, aber es ist nicht der Papst. Als Basler so auf Bühne stehen, als Wackis sät man nimm. Kulturelle Aneignung. Sieg das? Das ist heute schlimm. Schlechter Gewissen blockt ist doppelt. Es ist noch viel komplizierter. Wir gehen uns hier als Basler aus. Dabei, wir drei sind Baselbieter. Das ist einmal links runter, hä? Geh mal hier durch. Da gebe ich einem oben an der Hälfte Schanz wohnt. Ja. Oder mindestens in Birsfelden. Jetzt bist du gerade in Birsfelden. Ein von Birsfelden, ne? Gib dir da. Ein Gummi, du. Yes, nein, im Minimum ein Gummi drum, ja. Toll, jetzt. Ja, und wenn wir schon in Baselbiet sind, dann bleiben wir gerade in Baselbiet. Einmal da, wir bleiben bei der Baselbiet. Bekannte Persönlichkeit. Wir bleiben bei der Baselbiet. Wohnt aber weiter oben als Birsfelden. Er ist einfach sehr langsam im Molen. Ja, ja. Dann macht es den ganzen Tag kurz und Teufel, weißt du? Gestern haben wir das erste Glas Rot gegeben, das war viel schneller gewesen. Jetzt wird's lustig, jetzt. Ui. Ui, ui, ui. Mit unteren Güpseln, hä? Der Gelderkinder, Sänger Baschi. Ist knapp 1,60 groß. Der vierte Frau, Dalana Netzer. Sie, die ist riesengroß. Wir haben studiert, haben überlegt. Was wir gedacht haben, das ist sündig. Schlafen die beiden oben oder eben unten bündig. Kommst du nicht wieder so lang, gell? Nein, ich kann es nicht. Das ist ein ewiger Helge, da könnte ich. Da könnt ihr fast ins Freie raus mit dem. Ja, geh schon mal ins Freie. Geh mal hier schauen, weißt du? Jesus, nein, das sind die, die da hinter den Pfosten hocken auf den Schissplatz. Jesus, nein. Die Bille kostet sicher höchstens 10 Stutz. Ich gebe dir jetzt da. Es hat ihn eigentlich nur mit einem Widerwillen, hat es mich gedacht. Hey, komm wieder mal. Ja, er ist ja noch nicht weit. Man sieht ja noch nicht, was es wird. Ja, ja. Hast du wirklich ein Feuer, solange wie der hat? Ich bin nicht so. Oh, jetzt. Die kommt. Soll er mal kommen? Soll er mal kommen? Gut. An die Fußball-EM. Im nächsten Sommer wird die Schweizer Nazi gehen. Mit einer Nonne im Goal,
wo hundertprozentig kein tut ihnen los. Und zwei Jacki. Und zwei Priester als Verteidiger. Auch der Jakin tut das finden. Die siegen offensiv so stark, die drängen so von hinten. Ja, ja. Sein Stegel, du, wo ist das Stegel? Ja, es ist noch viel weiter vorne. Ist er unten im Saal? Oder ein Priester? Nicht so. Gibt es ein Bier, schau jetzt. Gewisse Ähnlichkeiten mit einer Nonne. Hey, die mit ihren Gummeln. Da habe ich etwas angefangen mit diesen Gummeln. Oi, oi, oi. Also pervers, das nicht so pst. Nicht so üppig. Ein bisschen. Ah, hast du es? Jetzt kommt einer für euch, liebe Frauen. Psst. A MeToo-Fans. Auch wir Männer werden am Arbeitsplatz belästigt. Sexuell. Meine Chefin lenkt mir ungeniert an. Sag's nicht! Nicht hier an dieser Stelle. Liebe Frauen, so, so geht's nicht. Wir hätten gläsig nun erfahren, wenn eine kommt und freundlich fragt, dann heben wir drei Ahnen. Machen wir das einfach, ich säckle doch mit dem so ein Zeug auf. Gummeli. Gummeli. Im Minimum ein Gummi drum. Wo ist oh. Das ist gar nicht so einfach. Doch, das ist gar. Das ist ein Speck, so weißt du. Jetzt habe ich nicht geschaut, dass er wollte. Jetzt wollte er schon wieder so Zeug. Ah. Das ist moderne Kunst. Da kann sich jeder darunter vorstellen, was er will. No. No. He und her und he und her und das sogar mit Licht. Innen, außen und innen und außen und unten ist's ganz viert. Wer gelacht hat, muss eine Säule sein. Es hat einige da rum. Wir drei haben's wirklich noch vom Tageli sein Fasnachtsbrunnen. Geil, ciao. Ciao. Thank you.
Was sind denn ihr gewesen? Ich habe euch überall gesucht. Wir sind uns noch nicht ganz einig. In welche Beize ist gerade die Frage? Ja, welche Beize überhaupt noch offen ist, das ist die Frage. Ja, gerade letzten Freitag bin ich mit der Susi eingeschnappt. Am 10 Uhr kommt der Beizer und fragt, ob er darf einkassieren darf. Auch mich langsam zu. Aber dass er für immer gemeint hat, habe ich dann aus der Zeitung erfahren. Ja, also, in welche Beize gehen wir jetzt? Ich habe Durst. Also, ich stand da noch ganz gerne ein wenig voraus. So sieht man mal etwas. Ja, aber nicht ausgerechnet neben dem Leberli stand. Und ich sollte aufs Häusli. Das ist jetzt auch wieder eine lange Riemen gesehen. Ja, kein Wunder, wenn unsere Vortragschefin immer die genau gleiche Runde macht. Aber wegen dem müsstest du ja einen Weg nicht alle will die gleichen drei Märsche ansagen. Ja? Glucksi, Klopfgeist, Riesläufer. Glucksi, Klopfgeist, Riesläufer. Moment. Also den Rest vom Repertoire können wir ja nicht. Bringt ja nicht, wenn ich Märsche ansage, die man nicht erkennt. Wann gehen wir eigentlich weiter? Um halb. Am halbi. Ja, oh, sorry, jetzt habe ich gerade ein Blackout. Wie ist denn der Text? Ja, kein Wunder, das ist auch eine Schissnummer. Ich finde, wir sollten die ganz anders spielen. Wie meinst du das? Ich fühle mich irgendwie trans-prä-Karnevalis. Trans was? Ich fühle mich da einfach in der letzten Vorfasnachtsveranstaltung. Trans-prä-Karnevalis. Ja, überlegt doch mal, wie es die anderen Vorfasnachtsveranstaltungen machen. So ein bisschen mit mehr Drive, wie mein Mösli zum Beispiel. Ja. Also der Hepse, der hat in dieser Nummer... Aber der spielt doch gar nicht mit. Der hat doch das Hepse-Theater schon lange im Danni... Finde ich gut? Ja, das finde ich gut. Wir spielen es wie am Mimösli. Ja. Cyril, du machst den Hepse. Aha, wenn du meinst. Also einfach bei den eigenen Pointen am lautesten lachen. Also gut. Los! Das ist gut. Also da gehen wir jetzt an den Bierstand. Da ist genau. Nein, ja. Nein. Noch gehen wir in den Keller. So, wir gehen noch in den Keller. Ja, wir können schon mit. Ja, hörst du, wo sind denn ihr gesehen unten vorne? So wie ihr aussehnt, habt ihr euch gerade ordentlich einen hinter die Binde gegossen, gell? Wait, der Hepse! Ja, soll ich einen weg? Nein, Tatjana! Der Cyril spielt trotzdem den Alain. Oh ja. Wait, der Alain! Wir sind uns noch nicht ganz einig, Hepse. In welchen Spunten ist gerade die Frage? Ja, es gibt ja bald keine Beize mehr. Vertell ich. Ja? Und da dran ist wieder einmal nur die linken Regierung schuld. Ja, genau, du. Kannst du dich gerade bei den Wählern bedanken. Gerade letzten Freitag bin ich einem geschnappt. Am 10 Uhr kommt der Beizer, der Doppel, und fragt, ob er darf einkassieren. Ja, an mich langsam zu. Aber dass er für immer gemeint hat, hast du dann aus der Zeitung erfahren, gell? Hey! Das ist meine Pointe! Nein, die Pointe sind auch alle beim Hepsen. So, ich habe Durst. In welche Beiz gehen wir? Also, ich stand da noch gerne ein wenig von Russen. So sieht man mal etwas. Kopf, Adeli, du stinkst aber neben dem Leberli, stand du. Ja? Und da dran ist wieder einmal nur die linke Regierung schuld. Ja, genau, ja. Ja. Und ich muss schiffen. Ja, dann süff doch noch mehr. Hast du jetzt auch wieder eine lange Riemen gesehen? Ja, kein Wunder. Unsere Vortragschefin steht halt auf lange Riemen. Stopp! Stopp, also ich finde sie so nicht besser. Ja, kein Wunder. Wenn das jetzt sollte, der Hepse sein. Ah, pardon, du siehst jetzt also auch nicht gerade aus, wie der vorwarten will. Ja. Für mich müsste es halt mehr wie am Pfifferli sein. Hm. Gut, machen wir Pfifferli. Cyril ans Klavier, Vorhang zu. Ja, aber wie soll ich denn auftreten? Egal, die wissen ja jetzt, um was es geht. Wo sind wir gewesen, liebe Freund? Ja, Alain, wo kommst denn du her? Ja, aber es kommt ja gar nicht, wenn er am Klavier hockt. Egal. Stell's dir vor,
Wir suchen ein Restaurant. Mm. Du hast doch sicher auch Durst, gell, Alain? Ein bisschen durstig, durstig, beizig, beizig, es ist halt schon eine Seidenbolle, gell, Alain? Also ich stand am noch ganz gerne wenig von aussen. So sieht man mal etwas. Aber nicht. Ausgerechnet. Neben dem Läberli stand. Weil da liegt einfach etwas in der Luft. Es stinkt da im Gewimmel. Es ist der Duft noch Läberli. Ein Bäppi stinkt zum Himmel. Nein, 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 das ist auch nichts. Ich spiele Tambour und kein Pianist. Und ich bin ja gar nicht der Rasser, ein Schoßhündli. Also da könnt ihr euch einen anderen suchen. Ich finde auch, das passt jetzt nicht wirklich zu uns. Aber man könnte es doch einmal so machen, wie am Leckerli. Oh. Toll! Aber der Almi spielt ja alles allein. Was machen denn wir? Nein, die sind zu zweit. Komm, Cyril. Nein, jetzt spiele ich nicht auch noch der Almi. Den kannst du allein machen. Komm, wir schauen zu. Gut. Ich mach den Almi. Ein Solo. Rang, klang, klang, ragadadang, klang, klang. Hey, wo sind denn ihr gewesen? Ich habe euch überall gesucht. Wey, Drala, Sali Dicke, suchen ein Beiz. Ob sind ja alle zu? Leider sogar die Fasnacht gestorben. Du, gerade letzten Freitag bin ich eingeschnappt. Am 10 Uhr kommt der Beizer und fragt, ob er darf einkassieren. Er mich langsam zu. Am nächsten Tag hat dann der Beizer nebendran einen Herren-Coiffeur-Salon aufgemacht. Also ich stand mir noch ganz gerne wenig für uns. So sieht man mal etwas. Ja, aber nicht ausgerechnet neben dem Läberli stand du. Und ich sollte aufs Häusli. Immer die gleichen drei machst du. Ne 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 ne. Ne, 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 ne. Aber jetzt hätte ich gerade noch den Läppli gemacht. Also, man könnte es doch einmal wie am Trommeli probieren. So lange habe ich nicht Zeit. Egal. Dann halt wie am Zofinger-Konzertli. Ja klar. Mit Frauen, die mitspielen. Ja. Und ich spiele kein Lied. Hey, ich finde sowieso, man sollte die verschiedenen Vorfasnacht-Veranstaltungen nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Es hat ja jede ihre Berechtigung und ihr Publikum. Ja, erklär das einmal, der Batz. Die meinen ja immer noch, sie müssen ein Ranking machen. Als ob das Publikum nicht selber könnte entscheiden. Ja, weisst du, jemand, der den Batz liest, kann das vielleicht wirklich nicht selber entscheiden? Ich has. Komm, wir machen es einmal so, wie sie es am Ramplam wurde spielen. Also gut. Wo sind denn ihr gesehen? Wir waren in der Beiz. Beizer sind
zu? Beize sind zu? Ihr stand gern das. Ihr stand gern das. Lebe nicht stand. Ich muss ein Bisi. Glucksi, Klopfgeist, Riesläuf, Bumpf. Vorwärts, Marsch. Jampa, dia, da, da. Da, dia, da, dia, da, dia, da, dia, da. Spassig, es ist schon so lang her und einen Weg fällt es mir noch schwer. Darüber zu schwätzen,
Wörter zu finden. Ich muss mich darüber zu schwätzen, Wörter zu finden. Ich muss mich richtig überwinden. Moment bitte. Was machst du? Ich spiele Klavier. Ja, das sehe ich. Aber das an dem Spiel Spass doch nicht. Wieso nicht? Weil ich hier gerade eine Heulgeschichte erzähle. Oh nein, eine Heulgeschichte. Aber nicht schon wieder etwas wegen dem FCB. Nein, nicht wegen dem FCB. Ich habe gesagt, eine Heulgeschichte und nicht ein Trauerspiel. Also, was für eine Heulgeschichte erzählst du denn? Ja, was mir eine Heulgeschichte halt so erzählt. Es ist eine saumässig traurige Geschichte, die mit Fasnacht und einem ganz engen Verwandten von mir zu tun hat. Einem ganz engen Verwandten? Genau. Der Halbbruder von meinem Cousin zweiten Grades stiefväterlicher Sitz. Aha, ein ganz engen Verwandten also. Ja, es geht. Ich weiss eben nie, wie er heisst. Ja, aber eine Heulgeschichte, bist du sicher? Todsicher. Das ist gut wegen der Stimmung. Wegen der Stimmung also. Gut, dann gibt es jetzt eine Heulgeschichte über den Halbbruder von deinem... Cousin zweiten Grades. Ah ja, zweiten Grades. Stiefväterlicher Sitz. Natürlich. Wo wie er heisst. Das weiss ich eben nie. Das weiss ich eben nie. Gut, fangen wir doch einfach mal an. Ja, bitte. Gespässig, es ist schon so lang her. Und einen Weg fällt es mir noch schwer. Darüber zu schwätzen, Wörter zu finden, ich muss mich richtig überwinden. Vor langer Zeit, es ist fast nicht mehr wahr. Zum genau sein sind sie jetzt gleich 3 Jahre. Da hat der Dings am Sonntag z'Nacht noch schnell sie Nein, goss... sorry, also das können wir doch nicht bringen. Eine Heulgeschichte über den Dings. Ja, aber ich weiss doch nicht, wie er heisst. Ja, dann sagst du ihm halt irgendwie. George. Oh nein, wenn er George sieht der Dings aber nicht aus. Also, wie sieht der Dings denn aus? Das weiss ich nicht. Hat doch den noch nie gesehen. Der Halbbruder von meinem Cousin, zweiten Grades. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Also, wenn er George sieht der Dings definitiv nicht aus. Nein, auf keinen Fall. Aber vielleicht so ein bisschen wie ein Fridolin Balthasarius. Ein Fridolin Balthasarius? Oder wie ein Hans. Hans, wir nehmen Hans. Gut. Gut. Gespässig, es ist ja so lange her und einen Weg, wenn es mir noch schwer darüber zu schwätzen wird, das finde ich, muss mich richtig überwinden vor... Vor langer Zeit. Es ist fast nicht wahr. Zum genau sein sind es jetzt gleich 3 Jahre. Da hat der Hans am Sonntag z'Nacht noch schnell sein Kostüm fertig gemacht, damit er, wenn es den 4 schlägt, auch pünktlich in der Glicke steht. Ganz aufgeregt ist er ab ins Bett zur Frau, wo die tief schon geschlafen hat. Voll Freude hat er den Wecker gestellt und dann zum Schlafen Schöfli zählt. Dann ist's passiert. Es nimmt mich mit. Im Tiefschlaf hört er's Schallen nicht. So hat er Hans, hat mir ihn genannt, den Morgenstreich schlichtweg verpennt. Ende! Ende! Das ist es gewesen! Hey jo, ist das nicht zum Heulen? Was das? Willst du es eigentlich verarschen? Der Halbbruder von deinem Cousin zweiten Grades, stiefväterlicher Sitz, wo wir nicht wissen, wie er heisst, hat vor 3 Jahren, wo notabene wegen der Pandemie gar keine Fasnacht war, den Morgenstreich verpennt, was es gar nicht gegeben hat. Jo, aber wenn's ihn gegeben hat! Jo, aber das ist doch so keine Heulgeschichte. Da wäre ja jede Geschichte über, sagen wir mal, die Grosspappe noch passender gewesen. Meine Grosspappe? Oh nein. Der ist letztes Jahr am Fasnachtsdonnerstag nach 75 Jahren aktiv Fasnacht machen heimgekommen, ist im Kostüm zur Grossmama ins Bett gelegen, hat ihr einen Schmutz gegeben und ein Mimösli aufs Bett gelegt und ist dann völlig zufrieden, der Arabi summend, mit einem Lächeln im Gesicht, für immer eingeschlafen, und ist im Fasnachtshimmel.
Er war mein Fasnachtsheld. Was ich da gehört. Aber eben, der lebt ihm. Ja, eben. Guten Abend miteinander. In jeder Baustelle pinseln sieben Archäologen. Drum machen die Tramli jetzt um die Stadt einen grossen Bogen. Plötzlich schreit ein tief im Graben z'Unterstunde. Hau, schau, ich hab die letzte Beiz, wo Licht brennt, gefunden. Die wächst und wächst, jeder will da wohnen. Drum warnt ist SVP, sind bald schon 10 Millionen. Bis so viel Leute sollst du Basel doch in ein paar Minuten. Bei Gostel finden, wo ein bisschen können schütten. Falls die Amis noch einmal so blöd sind und den wählen. Ein Trump, sie Comeback, ja, das Wort ist grad noch fehlen. Es wär für die beiden halb so schlimm, wenn er der Dritt kriegt. Das ist der Vorteil, wenn man nicht mehr alles mitkriegt. Die hat sich die Lippen gespritzt und Nägel modelliert. Der künstling Buse ist vom Fachmann amontiert. Ja, punkto Schönheit macht er keine Konkurrenz. Jetzt fehlt er nur noch die künstliche Intelligenz. Jetzt wird der Adici der Jans, wo gut ersetzen. Wir fänden es toll, nur die Frage ist, wer könnt übersetzen? Ja, sieh, wir wüssten ein in beiden Sprachen top. Der Murat Yakin und der sucht ja bald den Job. Es haben auf ein Gumperli noch 25 Jahre. Als Bank ein Comeback, darum graut sie schon davor. Im 2048 Leck gibt das ein Geschiss. Beim grossen Bank-Comeback vor der Credit Suisse. Dass die Gemeinde schrumpfen, wurde in die Kirche ein bisschen bedrucken.
Katholiken mien für einmal selber schlucken. Ein kleiner Tipp, kehrst du der Kirche auch der Rücken? Du die beim Go, um Gottes Willen ja nicht bucken. Es sagt Frau Stacheli zum Mann, ich brauch noch Bohnen. Hast auch ein Wünschli, Schatz, ich mach schnell die Kommissionen. Jetzt ist doch die seit 7 Monaten schon verschwunden. Man hat sie denn im Loch vom Globus wieder gefunden. Beizen, Spittel, Schule, Baustelle, überall fehlt Personal. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Statt dem Blindarm haben sie dir das Bein entfernt. Jetzt bleibst halt im Spital. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Schissegal, 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 schissegal. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Im Altersheim wird die Windel gewechselt, leider nur noch alle Quartal. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Streicht Verkäufer im Migro ihre Bögen ans Regal. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Und der FCB schauen, ist für jeden nur eine Qual. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Wenn man die Häuser schiebt am Charivari, geht das lang brutal. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Schissegal, 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 schissegal. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Wenn du ein Priester musst als Hiete nehmen, das ist auch nicht optimal. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Der Apotheker gibt dem Schätzli statt der Pille Ritual. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Mit dem Jackin, wo der Trainer spielt, da gewinnt man kein Pokal. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Nur dem Gwaffer-Besuch, da fehlt ein Ohr, statt Mess ist Fenikal. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Im Theater Basel spielt der Almi vor einem vollen Saal. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Schissegal, 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 schissegal. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Jetzt hohe Pointe ganz zum Schluss, das wär genial. Aber Fachkräftemangel ist euch ja egal. Liebes Publikum, herzlich willkommen im neuen Tele-Basel-Studio. In wenigen Augenblicken geht's los und wir zeichnen die erste Folge auf. Eine Wiederaufnahme von der erfolgreichen Kultsendung Herzblatt. Unsere erste Folge unter dem Motto «Da findest du die Fasnachtschatz». Ihre Aufgabe ist ganz einfach. Erstens,
nie in die Kamera winken. Und zweitens, immer wenn Sie hier an der Seite die rote Lampe blinken sehen, dann bitte ich Sie um einen tosenden Applaus. Das probieren wir doch gerade mal zusammen aus. Da geht noch mehr! Da geht noch mehr! Perfekt, das klappt ja wunderbar. In dem Fall wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit Herzblatt. Da findest du die Fasnachtschatz, sagt die Kamera läuft. Und bitte um einen angemessenen Empfang von unserer Star-Moderatorin Tanja Bohnenblust. Guten Abend, liebes Publikum, hier im Studio und natürlich daheim am Bildschirm zu unserer ersten Folge von Herzblatt. Da findest du die Fasnachtschatz. Und da sind unsere drei Kandidaten. Schönen guten Abend, stell dich doch bitte vor. Zusammen. Ich bin der Baschi von den Rüsser, wohne in der Rheingasse und habe eigentlich immer entweder meine Trommelschlägel oder eine Rugel in der Hand. Ja, schön. Erzähl uns, wer bist du? Mein Name ist Dr. Jean-André Stächeli. Ich mache seit 14 Jahren Fasnacht auf der Chaise von den Seidenböllen und fahre alle wie retour, weil es im lieben Anne-Sophie und dem Steinchen schlecht wurde vom Rückwärtsfahren. So bin ich auch ein wenig näher bei der Ressli und das Antoinette kann mir dann als Däbeli ja, runterfangen. Vielen Dank. Stell dich doch bitte auch kurz vor. Pauli! Gut, ein bisschen mehr darfst du schon erzählen. Ich bin Pauli! Ich spiele Hörnli bei der Schranzkanone und wohne das kleine Hünigen. Ja, Schranzkanone. Ich wusste, da kann ich in einer rechten Gucke sein. Vielen Dank, ich bitte um die Wand. Und da ist unsere Melanie. Stell dich doch bitte vor. Ich bin Melanie und ich pfiffe bei den Pfalzfegeli. Und das Pfiffen bedeutet mir alles. Ein Glas schneiden. Nie, nie. Melanie, wie müsste denn dein Trauma aussehen? Also gross und sportlich wäre schön. Aber für mich zählen vor allem die inneren Werte. Die inneren Werte? Das ist in meinem Fall. Feldschlössli. Melanie, kommen wir zur ersten Frage. Wenn wir uns an der Fasnacht spontan treffen, woran würdest ich mich entführen und auf was für ein Getränk würdest du mich einladen, Kandidat Nummer 1? Also Müsli. An der Fasnacht treffen wir zwei ins Kühn. Da mache ich nämlich schon Fasnacht. Aber du kannst mir, wenn du mit deiner Tinnitusflöte ausgespuckt bist, schon mal daheim das Nest vorwärmen. Und falls du dann mit mir noch einen willst nehmen, kannst du mir einen Alka-Seltzer parat stellen. Kandidat Nummer 2. Woran ging denn mehr an der Fasnacht und was würden wir trinken? Also, du Grosspause halt, machen wir alle wild beim Drei Wackis. Dort können wir eben Seidenböllchen gut parkieren und die Ressli können ein wenig verschnaufen. Auf alle Fälle so lange, wie wir die Ressli überhaupt noch dabei haben. Das Fasnachtskomitee macht uns ja das Leben schwer. Auf alle Fälle, das Steinchen hat eben eine Suite im Drei Wackis. Ja, weil ihr wäre halt einfach zu weit vor ihr. Danach sitzen wir also aufs Terrasse und schauen an der Sonne auf eine Batterie raus. Herrlich! Die Anne-Sophie bestellt dann meistens noch ein gutes Tröpfchen Wissen und dazu eine grosse Garaffe Grellenwasser mit Limette. Hoppla, Georges!
Und wenn wir uns ein klein wenig zusammenquetschen, hättest du links vom Antoinette sicher auch noch ein Plätzchen. Die würde dir gefallen. Das Antoinette ist ein Schatz. Die bringt dann als von der Bediener die selber gemachten Sonnenregeln mit. Das sind überhaupt die Besten in ganz Basel. Wo ane führst du mich aus und was offerierst du mir, Kandidat Nummer 3? Das finde ich jetzt so ganz unvorbereitet noch eine schwierige. Schwierige. Frage! Ja, genau, Frage habe ich gesucht. Sie müsste ja schon ein bisschen also eine gute Art sein. Wo kommt denn jetzt mehr? Ja, wir könnten in Schiefen und 2, 3 große Verlichten. Kommen wir zur zweiten Runde. Ja, für uns drei alle eine Runde. Ich wollte den Apfel mehr. Bitte, Melanie. Kandidat Nummer 1. Zur Fasnacht gehört ja auch das Dichten. Eine Leidenschaft von mir. Ich schreibe seit Jahren den Zettel von der Pfalzfegeli. Wie sagt die zwei Zieler über Kandidat Nummer 2 aus? Zwei! Es werden die Schäsen verboten. Schlau bald die letzte Stunde. Vermutlich nicht weg der Ross. Da neben mir ist der Grund. Kandidat Nummer 2, was dichtest uns du über Kandidat Nummer 3? Schau ich mir den Göckel neben mir an, dann frag mich, was du nur an so einem Mann könntest finden, wenn du doch auch mich nebendran und Anne-Sophie, Steinerli und Antoinette könnt haben. Kandidat Nummer 3. Wie geht dein Versli über Kandidat Nummer 1? Ich bin Pauli. Tolle. Nein, ein Zweizieler. Ein Zweierli. Jawohl. Über Kandidat Nummer 1. Ja, der Kandidat nimmt auch 1. Ich bin Pauli. Gut, Melanie, unsere charmante René Häfliger fasst das alles nochmal für dich zusammen. So, Melanie, wer soll jetzt dein Fasnachtsschatz sein? Der Kandidat Nummer 1, ein Russer, der wegen der Schlägel und dem Ruggeli kaum eine Hand für dich frei hat und mit dir gern zur später Stunde noch mit einem Gläschen Alka-Seltzer anstoßt? Oder der Kandidat Nummer 2, unser Siedenbölleli im Rettugang, wo die gern zu seinen 3 Freundinnen auf eine Sonnenredle einladet und vermutlich der wahre Grund ist, warum das Komitee die Chance will abschaffen? Oder der Kandidat Nummer 3, wo dir im schiefen Eck bei 2, 3 grossen gern sein Hörnli zeigt und vor allem Pauli ist? Oder vielleicht auch ich? Dann, liebe Melanie, komm noch der Sendung direkt ins Schofig. Ja, Melanie, welcher Fasnachtler soll dein Herzblatt sein? Mit wem willst du im Herzblatt-Helikopter in die Luft steigen? Hast du dich schon entscheiden können? Ja, ich habe es von Anfang an gewusst. Von Anfang an? Mhm. Es war Liebe auf den ersten Blick. Durch die Wandtore. Thank you.
Was ist denn das? Ist das eine Art Charivari-Männli? Das Ding da? Sicher nicht. Das bewegt sich doch voll komisch. Auch nicht komischer als du. Aha! Also mir gefällt der. Wer ist das? Weißt du was? Wir fragen ihn. Ich mach's. Hallo du! Hallo, holde Frau. Oh, das ist denn ein Anständiger. Hallo! Hallo, holde ältere Dame. Also freche sich, ältere Dame. Bin ja kaum älter als Joe Biden. Joe Biden ist der amtierende US-Präsident und weiß in 4 von 5 Fällen nicht genau, wo er gerade ist. Ah, was? Das ist ja öfter als bei mir. Spannend. Ja, es geht. Also, wer bist jetzt eigentlich du? Bist du das neue Charivari-Männli? Nein, ich bin viel besser als das Charivari-Männli. Hey! Ich bin das KI-Vari-Männli. Das KI-Vari-Männli? Korrekt. KI steht für künstliche Intelligenz. Und ich bin wirklich sehr intelligent. Aufgepasst. 2 mal 2 = 4. Unglaublich. Was unglaublich? Das ist Primeli-Niveau. Primeli-Niveau? Auch nicht mehr seit dem Lehrplan 21. Stimmt, so Sachen wissen Kinder heute nicht mehr. Ja, dafür wissen sie, welcher Leim am besten auf Asphalt klebt. Genau. Weißt du das auch? Ich weiß alles und ich kann alles. Aufgepasst! Zürich-Geschnetzeltes besteht nicht zu 100% aus geschnetzelten Zürchern. Verrückt, die heutige Technik! Super! Korrekt! Ich bin super! Ja, super Vollhorst, wenn du mich fragst. Vollhorst. Der Horst oder in gesteigerter Form Vollhorst ist mittlerweile umgangssprachlich gleichbedeutend mit Vollidiot. Hey! Das hast jetzt davon, du Knorli. Selber Knorli! So, 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 hey, fertig jetzt du. Bis ein Brillt. Hey. Also, was machst denn du überhaupt da? Ich bin hier, weil die Fasnacht mich braucht. So, so. Denn ohne KI geht heutzutage nichts mehr. Genau! Was heisst KI schon wieder? Da habe ich also meine Zweifel, dass es ohne KI nicht soll gehen. Also ich habe eher das Gefühl, du hast KI. Ahnung. Von der Badanik. Stimmt. Was ist da denn ein Roboter schon von Fasnacht? Eine Menge. Aufgepasst. Konfetti heißen an der Baseler Fastnacht Räpple. Es heißt Räpple und Basler Fasnacht. Während der Basler Fasnacht tragen die Teilnehmer handgeschnitzte Holzmasken. Oh, da war ich mir nicht so sicher. Radabang, bang, bilibi, bilib, bilib, bilib. Ja, der bilib, bilib, zwohl auf der Festplatte. Zeig uns lieber mal, für was wir KI an der Fasnacht brauchen. Ja, mach mal Fasnachtstimmung. Aber so, dass es unter die Haut geht. Nichts leichter als das. Zunächst braucht man ein paar Piccolo-Flötenklänge. Jesus, nein! Das klingt ja schrecklich! Da braucht es Pfeifer, die Freude haben und mehrstimmig zusammen spielen. So. Dann braucht es noch Getrommel. Nein, nein, nein! So geht das doch nicht! Dann brauchen Leber davon, dass sie zusammen rötzen und einen rauslösen.
Da muss Schweiß fließen und der Wille da sein, so präzise wie möglich zu sein. So. Das Fakt. Dann nehmen wir, wie bei einer Gucke, eine Trompete. Jetzt hör doch auf mit dem Seich. Deine künstliche Intelligenz kann sicher viel. Erschreckend viel sogar. Aber ich habe etwas, was du nicht hast. Und auch nie wirst haben. Ach ja? Und was sollte das bitte sein? Menschen. Menschen? Genau. Kommt, wir zeigen dir etwas, wo kein KI auf dieser Welt ersetzen kann. Herzblut! Thank you.
Fast am Fuss und Charivari ist vorbei. Drum singen wir wie alle wilde deutsche Melodie. Und fliegen wir ins Sonnendeck, den stellen wir jedes Jahr, wenn man wir singen noch im Ohr. Yeah.